Hallo und herzlich willkommen zu Ingenieur Mathematik A bzw. 1. Mein Name ist Janina Dierkes und ich werde in den kommenden Wochen und Monaten zusammen mit Ihnen die große Übung zur linearen Algebra bestreiten dürfen. Dazu treffen wir uns zweiwöchentlich hier auf unserem YouTube-Stream als Live-Veranstaltung online und werden dort gemeinsam Übungsaufgaben bearbeiten, Lösungsansätze finden und Inhalte wiederholen. Kurz zu mir. Ich arbeite seit inzwischen Oktober 2015 am Institut für partielle Differentialgleichungen und betreue dort die Ingenieurmathematik-Veranstaltungen für die Ingenieurstudiengänge in den ersten beiden Semestern. Sollten Sie im Laufe des Semesters irgendwann irgendwelche Fragen haben, sei es inhaltlicher Natur, aber auch gerne organisatorischer Natur, dann scheuen Sie sich nicht, sich per Mail unter der mit hier ist es angegebenen E-Mail-Adresse bei mir zu melden. Alternativ würde ich mich natürlich umso mehr freuen, wenn Sie meine wöchentliche Sprechstunde, die stets donnerstags von 11.30 Uhr bis 12.30 Uhr stattfindet, da vorbeikommen können und mit Ihren Fragen sozusagen direkt an mich herantreten. Diese Sprechstunde findet online statt und den Link dazu finden Sie sowohl im StudIP als auch auf meiner Homepage. Nun zur Ingenieurmathematik. Ganz wichtig ist unsere StudIP-Veranstaltung, denn dort finden Sie alle relevanten Informationen zum Ablauf der Veranstaltung, irgendwelche Ankündigungen, die relevant sind, aber auch und gerade natürlich die Übungsunterlagen, die wir sowohl in den großen Übungen, die wir gemeinsam machen werden, aber auch und gerade zu den kleinen Tutorien, zu den kleinen Übungen. Diese kleinen Übungen bilden einen ganz wesentlichen Bestandteil für unsere Veranstaltung. Denn im Gegensatz zu den großen Veranstaltungen wie die Vorlesung und die große Übung haben Sie dort die Möglichkeit, in kleinen Gruppen mit studentischen Tutoren zu arbeiten. Dazu tragen Sie sich unter teilnehmende Gruppen in unserer StudIP-Veranstaltung in eine für Sie passende Übungsgruppe ein. Es gibt zu ganz vielen verschiedenen Zeiten Tutorien und dort werden Sie sehen, dass wir in diesem Semester eine Art, Hybrid-Variante fahren. Das heißt, wir bieten sowohl Online-Tutorien an, die Sie von zu Hause aus besuchen in einem Online-Raum oder eben Präsenzübungen. Die Online-Übungen finden in sogenannten BigBlueButton-Räumen statt und die Links dazu finden Sie ebenfalls in unserer StudIP-Veranstaltung unter dem Reiter Meetings. Die Präsenzübungen hingegen finden in ganz verschiedenen kleinen, relativ kleinen Räumen, überall verstreut auf dem Campus statt und dort treffen Sie sich tatsächlich vor Ort. Unabhängig davon, ob Sie sich ein Online- oder ein Präsenztutorium aussuchen, ist im Wesentlichen die Zielsetzung und der große Benefit, den wir aus den kleinen Übungen ziehen können, der gleiche. Denn hier sind wirklich Sie gefragt. Nutzen Sie die Zeit, um Ihre Fragen zu formulieren. Womöglich sind in der Vorlesung und großen Übung vielleicht noch nicht alle Dinge klar geworden und Sie möchten gerne nochmal mit einem studentischen Tutor, der vor gar nicht allzu langer Zeit in einer ähnlichen Situation war wie Sie, nämlich ebenfalls die Ingenieurmathematik mit uns gemacht hat, und dort können Sie eben die Möglichkeit ergreifen, Fragen zu stellen und zur Diskussion zu stellen, sowohl mit Ihrem Tutor bzw. Ihrer Tutorin, aber auch und gerade mit Kommilitonen, die gerade auch die Ingenieurmathematik A lernen. Nutzen Sie also wirklich die Zeit dort aktiv, bereiten Sie die Tutorien vor, damit Sie schon möglichst effektiv Ihre Fragen formulieren können, über die Inhalte sprechen und die Ideen mitbringen können, sodass Sie dort tatsächlich die Zeit nutzen, um sich eben nicht berieseln zu lassen im eigentlichen Sinne, sondern die Chance des Austauschs auch tatsächlich möglichst gut nutzen können. Zusätzlich zu diesen Tutorien wird es Hiwi-Sprechstunden geben. Zweimal die Woche. Diese werden ebenfalls online stattfinden und dort sind Sie quasi ganz frei. Sie können im Grunde mit allen Fragen, die Sie zur Ingenieurmathematik haben, in diese Sprechstunden gehen und dort zusammen mit zwei studentischen Tutoren, aber natürlich auch und gerade Kommilitonen in Kontakt treten und Ihre Fragen diskutieren und hoffentlich beantworten.
nutzen Sie diese Zeit dort, wie gesagt, um offene Fragen zu besprechen, aber auch und gerade Probleme, aber nicht zuletzt auch Erfolge zu diskutieren und zu feiern. Treten Sie tatsächlich in Kontakt, knüpfen Sie Kontakte, suchen Sie sich Lerngruppen, Leidensgenossen, mit denen Sie gemeinsam die Ingenieurmathematik bestreiten können und zusammen fällt doch vieles viel leichter, als wenn man sich dort alleine durchboxt. Insgesamt kann ich nur sagen, trauen Sie sich, lassen Sie sich darauf ein, nutzen Sie unsere Angebote. Wir würden uns freuen, möglichst viel von Ihnen im Laufe des Semesters zu hören und zu sehen, in Sprechstunden, per Mail, in den Hiwi-Sprechstunden, in den kleinen Übungen, aber natürlich auch in unseren Vorlesungen und großen Übungen, in unseren Livestreams über die Chat-Funktion. Stellen Sie dort Fragen, dafür ist der Chat da, dann können wir direkt darauf eingehen und Ihre Fragen beantworten. Auch wenn wir gerade noch in so einem, ja, ich sage mal, Hybrid-Ding sind und noch nicht alles wieder in Präsenz stattfinden kann aufgrund der ja, Veranstaltungsgröße, hoffe ich, dass wir das Beste aus der Situation machen können, dass Sie das Beste aus der Situation rausholen und wir das Beste aus der Situation sozusagen anbieten. Und ja, mir bleibt dann eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mich persönlich sehr auf das Semester mit Ihnen und Ihr erstes Semester mit Ihnen freue und Ihnen für den Start in Ihr Studium, für den Start in Ihr Semester, aber natürlich auch und gerade insbesondere den Start in die Ingenieurmathematik, ja, alles Gute zu wünschen. Einen ganz, ganz guten Start. Und wir sehen uns an dieser Stelle am 5. November wieder, denn dann findet die erste große Übung zur linearen Algebra statt. Bis dahin, wie gesagt, einen guten Start in Ihr Semester und ja, machen Sie es gut.